Hallo und herzlich willkommen bei Ark Survival Evolved auf Schlachterhalle. Ja, auf der Island. Mit dabei ist der Ivan. Hallo. Hallo. Er macht sich gerade mit dem Geschütz zu schaffen und ich glaube, ich sollte mich nächstens mal in Sicherheit bringen, denn das gefällt mir gar nicht. Er schießt wild um sich und spielt PvP. Könnt ihr den Pronto erschießen? Ja, mach doch. Der greift dann sicher die Plattform an, das ist alles kaputt. Oh, verfehlt. Ja, zum Glück. Doch, Ivan, das geht. Wenn ich das jetzt dahin baue und so eins da reinpasst, das geht mit den Abgerundeten. Ich weiß, du hast das gar nicht versucht. Denn die das letzte Mal nicht zugeschaut haben, wir hatten ein Problem da mit diesen, diesen Foundations da, die das abrunden. Ich hätte die gerne da rein. Und das ist ziemlich eine knifflige Sache. Mir kam dann sofort wieder Valhalla in den Sinn, als ich damals versuchte, den Scheißturm zu bauen. Aber irgendwie kriegen wir das schon gebacken. Nee, ist voll scheiße. Oh, ich fühle mein Fell nicht mehr. Ach so, den du abgeschossen hast. Mhm. Tja. Egal, ich habe noch 5. Kann ich mal das... Ach, der Vogel ist so schnell überlastet, oder? Nee, bei mir nie. Bei dir nie, bei mir schon. Arme Vögelchen. Echt geil, das Geschütz. Gibt's da nicht... Ich dachte, es gibt doch eine Option, wo du die Sachen drehen kannst, oder nicht? Wie meinst du drehen? So Sachen, wenn du sie baust, kann man doch auch zum Beispiel den Schrank doch noch drehen, oder bin ich jetzt falsch? Ah, ja, warte. Aber wie mache ich das? Das musst du, warte, ich gebe mir mal ein Foundation, ich habe gerade eine Idee. Wo bist denn? Hinter dir. Okay, Moment, ich muss das da wieder reinziehen. Also konnte ich jetzt bauen, das ging schon. Also ich bin voll der Meinung, dass das geht. Achtung, kommt. Und das zweite auch. So. Wenn du da mit dem Vogel von außen hinfliegst, wird das wahrscheinlich nämlich auch gehen. Warte. Ich warte immer. So. Oh, nee, geht doch nicht. Ja, du musst von außen. Das ist ja das, was ich schon lange sage. Nee, bei den Schränken, die musst du jetzt Doppelklick machen. Und beim ersten Klick kannst du die setzen, beim zweiten kannst du die ja drehen. Ja. Ach so. Dachte ich, das geht ja, hier stimmt, auch so. Stimmt, genau. Nee, da bin ich mir sicher. Von außen mit dem Pieper geht das. Ja, so deine komischen Fundamente wieder. Ja, Moment. Kannst du dich mal kurz noch behalten? Liegen da schon. Bist du jetzt schon wieder mit dem Vogel weg? Mhm. Du schaust auch nur zu dir, ne? Ich will versuchen, dann ein Tier hier hochzubringen. Für was kriegst du nicht mehr runter? Und hier oben nützen die uns nichts. Trotzdem. Nee. Sind die noch mehr in Sicherheit? Ich brauche. Was brauche ich? Steine. So. Der andere, der hat es echt schön gemacht da mit den Fundamenten. Ich krieg das nicht hin. Stroh müsste ich noch haben. Mist.
Ich muss da noch mal spannern gehen dann später. Und schauen, dass ich mich nicht erwischen lasse, so wie das letzte Mal. Mitten in der Mühe machst du da. Gucken. Oh, geh doch weg, blödes Vieh. So. So. Ah, jetzt weiß ich, ich brauch doch noch Wände. Mensch, wenn das fertig ist, bin ich auch tausendmal hoch und runter. Was brauchen wir noch? Ich glaube, es reicht. Aber es sieht schon cool aus. So auch schon von Weitem, das sieht echt cool aus. Mhm. So, was soll ich jetzt machen? Ja, ich weiß nicht, vielleicht schon mal... kannst du jetzt nicht mit dem Flugsaurier mal versuchen, von außen diese blöden Scheiß-Fundamente zu setzen? Habe ich doch vorhin gerade. Das hast du versucht. Nicht. Ja. Wie soll ich denn das jetzt da verbauen? Ich mache jetzt mal alles noch mit dem normalen hin und dann schaue ich. Sonst machen wir es halt so, dann sieht es ein bisschen scheiße aus. Aber es nicht anders geht. 10 Jahre später und wir waren oben angekommen. Und so ein Schrank und so könnte man vielleicht... Ach so, habe ich doch gesagt, Schmiedeofen oben. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ja, warte, ich muss gerade mich ein bisschen... unnötige Sachen in den Schrank machen. Dass wir da nicht mehr zu viel unten hätten. Ah, ich finde es jetzt kacke, dass das da nicht so hinhaut. Wie ich gedacht habe. Aber wann geht schon mal was nach Plan? Holz, Stroh, Fasern. Jetzt wird es wahrscheinlich nicht passen da. Oh, ich heul gleich, wenn das nicht geht, hey. Leute, nein. Doch. Nein, doch, nein. Geh weg, blöder Antavis. Muss ich wegnehmen da. Komm mal mit. Komm mal hier drauf, bitte. So, liebes Viech. Du kannst jetzt hier sitzen und halt die Fresse. Jetzt stehst du hier im Weg. Jetzt habe ich gerade den Vogel weggemacht. Und du kommst praktisch genau an den Ort hin. Das ist auch nicht schlecht. Es geht auf. Hast du das gesehen? Wo soll ich die Schränke hinmachen? Ja, warte mal kurz. Mal gucken, wie ich da noch zu Ende... Jetzt sollen wir keine No-Collisions-Foundations setzen, ne? Hat der gesagt. Da die verpackt. Der muss jetzt alles abreißen. Echt? Bei seinem Baumhaus, ja. Ich mach hier einfach die Schränke hier so hin, das sieht noch gut einfach aus. Einfach gegen den Baumstamm am besten. Also so. Ich sehe dich nicht. Ach, du machst das schon. Ja, ja, das ist schon okay. So, jetzt muss ich nochmal farmen gehen. Wo hat er jetzt seinen Vogel wieder hingemacht? Ist schon wieder weg? Mhm. Mensch, du lässt mir keine Chance, dass ich einen Kackvogel krieg. Ich bin noch beschäftigt. Ja, natürlich. Mit was denn? Nichts. Nichts? Geschütz schießen. Kannst du mal den Chase-Droh runterziehen, bitte? Kann ich machen. Ich weiß gar nicht, ob er auch Ark spielt, aber das macht ja nichts. User was moved to your channel. Hallöchen. Willst du dich mal anstupsen? Der hat geschmiert. Jonas! Ich stupse ihn mal an. Ja, vielleicht ist er mitten im Zocken. Hallöchen. Hallöchen, du bist mitten in der Aufnahme, aber ist egal. Willkommen im Ark.
Willkommen! Ja! Kommst spielst du so eigentlich? Ja, spielst ja, du nicht auch Ark? Ja, ich spiel selber auch Ark. Ja. Na dann, wo bleibst du denn? Na dann muss ich mal kommen. Ja, wir sind gerade. Hey, wir haben unsere ersten Bauplattformen gebaut. Das ist denn schon mal was? Da sagt es nichts mehr. Ich muss da ganz kurz runterladen. Kleines Update. Okay. Bist du jetzt am Dingens bauen, da die Schmiedeöfen, Ivan? Mach ich gleich. Was machst du denn jetzt? Nichts Schlaues, ne? Geschütz schießen. Nee. Hör auf. Nee, Spaß. Hilf mir doch bitte jetzt. Das ist so gemein. Dann mache ich es jetzt einfach mit geraden Wänden zu, in dem Falle. Also hier das muss oder ich was? Ja, aber ich kann, das andere geht ja nicht. Mhm. Das würde vielleicht irgendwie schon gehen, aber ich glaube, wir sind zu bekloppt. Ja, ich habe es noch nicht versucht, weil du mir das Flugtier nie gibst. Ja, es steht da. Ja, jetzt, wo ich ein anderes im Fahren bin. Ah, ich krall den mir gleich. Zu spät. Nee. Ja. Was machst du denn? Ach so, das ist wieder so ein blöder Baum, den ich gar nicht fällen kann. Ich lass ihn jetzt oben. Oh. Hm. So. Das sieht so voll cool aus von weitem. Das Flugtier ist jetzt oben. Ey, was ich die blöde Leiter verpasse. Und wer steigt? Seid ihr schon weit? Also wir haben jetzt zwei so... Du bist so ein Arsch, geh weg. Ich bin zuerst runtergekommen. Nee, ich komme jetzt hoch. Geh hoch. Oh, ich habe eine blöde Idee. Du stinkst, geh weg. Oh, du bist doof. Ja, wir haben jetzt zwei so Baumplattformen gebaut. Jetzt sind wir da das mit Fundamenten am Zumachen. Ivan hilft einen Scheißdreck. Aber irgendwie, es klappt nicht ganz so. Man muss ja dann so Fundamente raufbauen. Und dann hast du so, so halbrunde Foundations und ich krieg die nicht hin. Ich weiß nicht. Das ist doch ganz mühsam. Spielst du eigentlich auch auf dem Server hier? Nö. Nee. Bis jetzt nicht. Nee. Und solltest du das ändern? Oder nicht? Ja. Das Update geht leider noch bei mir 30 Minuten, es tut mir leid. Wow, okay, kein Problem. Aber das sieht echt, das ist auch schon jetzt gesehen, die Baumhäuser. Ja. Wir haben da so einen Nachbarn, also der, ich habe mich vorhin verflogen, mitten in die Base rein. Der war da irgendwie auch noch was am Zerstören und dann bin ich mit dem Flugtier einfach rein und dachte, scheiße, weil ich wollte gucken, wie er es gelöst hat. Natürlich war er dann zu Hause und es war genau der Typ, der mir dann auch auf YouTube schon geschrieben hat, du hast meine Base gezeigt. Und der war da. Scheiße. Entschuldigung. Naja. Ja, dann wurde ich erwischt. Beim Spannern. Das ist schon mal ein riesen Fan. Sie ist auf zwei Seiten. Ja. Das ist so blöd hier mit der Leiter, da fällt man immer runter. Ich find's blöd, dass der blöde Petri einfach nichts tragen kann. Das ist so scheiße. Ich hab gesagt, Skill den Aufgewicht. Ja, er hat ja kein Level Up.
Ja, dann tut doch mal was mit denen. Nee, ich habe jetzt keine Zeit. Das will ich bauen. Ja, dann bau doch. Bin ja dran. Was machst du? Du schießt mit dem Geschütz rum. Ich hab gar nicht mehr geschossen. Ich hab nur die Pfeile gesucht. Na klar. Und so per Zufall ist so ein Schuss weg, ne? Ich hab fast per Zufall einen Bronzo getroffen. Echt? Ja, hat nicht viel gefehlt. Ja, na klar. Du bist gemein. Ja, warum? Ach, besser helfen da. Das ist sicher immer noch zu schwer. Oh oh. Werden sie hier gleich abstürzen. Ja. Ich glaube, es kommt nicht gut da. Blöde Vögelchen. Oh. Hä, kriegst du das irgendwie nicht hin, oder was? Ich? Damit du mit dem fliegen kannst. Wir sind überladen und jetzt hänge ich da. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich klicke, ob der geht wahrscheinlich dann ganz runter. Oh, scheiße, siehst du? Du kriegst keinen, doch, du hast Fallschirm bekommen. Mensch, Mensch. Scheiße, ich muss doch da hoch. Was hast du jetzt gemacht? Nichts. Du hast irgendwie geschossen. Nee. Doch. Ich wollte nur nichts. Ich werde es nie so hinbekommen, wie ich das möchte. Hier, nimm mal das Holz. Welches Holz? Das brauche ich nicht. Nimm mal Steinchen. Feuerstein kannst du auch haben. Warum droppst du alles hin? Hier ist unsere Leiter. Was denkst du dir? Ey, du hast ja mitten in die Fresse geschossen. Ich sehe den Pfeil. So viel. Du hast meinen Vogel Fallschaden. Du hast ihm weh getan. Ach so, und das ist jetzt die Rache vom Besitzer. Ja. Aha, okay. Du bist ja nett. Dein Säbelzahntiger greift dich bald dann auch noch an. Oh. Von selbst. Du bist so gemein. Wir sollten doch zusammenhalten. Ich krieg das nicht gebacken, ey. Das nervt mich so. Blöde Scheiße da. Das muss doch gehen mit diesen Rundungen. Der andere hat's auch hinbekommen.